Das weiß ich leider nicht. Was haben wir hier noch? Nee. Das ist ein Fall, aber hier steht Oh, nicht. Gregs. Er hat sie einfach fliegen Gregs. gelassen. Gregs. Wie ein Officer Gregs? Der in der Nacht bei uns war? Ja, ist immer noch da. Er wurde hier dafür berühmt, dass er einen Mörder aus Juno fassen konnte. Der Typ versteckte sich in einem Fischerboot und verdarb sich den Magen, als er aus einem Ködereimer gegessen hat. Die Verhaftung war also ein ziemliches Kinderspiel. Lol, Leute, die Namen stehen immer hier. Officer Dan Vincenzi. Das ist Dan Vincenzi mit dem Labrador und der Frau. Und Shelby. Die Frau heißt, sie ist verdeckt, kann ich gar nicht lesen. Hier. Denise Wilson. Denise Wilson. Ich schreibe mir das mal eben auf. Dan Vincenzi. Denise Wilson. Und hier war, geh weg. Hier ist, ich kann es nicht lesen. Maria Oliver. Maria Oliver. Habe ich nicht richtig geschrieben. Perfekt. So, wieso isst man ein Schwein, wenn man nachts um 2 Fernsehen schaut? Darf dir auch nicht sagen, wer da sitzt, weil du petzt. Alles klar. Wollen wir Hackermans spielen und uns mal einloggen? Probieren einzuloggen? Boah, ich glaube, das wird ein bisschen tricky jetzt. Also, Jackson habe ich nicht gefunden. Gregs. Über Gregs wissen wir was genau? Er trinkt gern Kaffee, ne? Hier hätte ich vielleicht. Nee, Fisch passt nicht. Di Vincenzi. Ich glaube, das ist der heißeste. Shelby. Würde Shelby passen? Nein, passt nicht. Perfekt. Mehr weiß ich nicht. Ach, Dee Wilson ist Denise Wilson. 18.11. Passt nicht. Und wir haben nicht mal Zahlen. Und Jeff würde auch nicht passen, wenn wir. Sollte der Hund wirklich Jeff gehießen haben, dann wird Jeff da nicht reinpassen. Jet auch nicht. Oh, das ist tricky. Ich habe gar keine Anhaltspunkte. I don't know. Ich weiß es nicht. Ich bin die schlechteste Hackerin der Welt. Wirklich. An was sollte man sich da orientieren? Ich weiß es nicht. Wir gehen mal weiter. Eventuell kommt noch was. Vielleicht gab es noch mehr Infos und ich sehe die einfach nicht. Aber ich glaube ehrlich gesagt nicht. Was ist denn gerade die Aufgabe? Zurück zu Eddie. Alice, träumst du schon wieder mit offenen Augen? Wir sollten zu Eddie gehen. Ja. Tatsächlich träume ich oft mit offenen Augen, weil die bei mir nicht ganz zugehen. Oftmals. Ich habe vergessen, wo es hochgeht. Wo ist die Treppe, wo es hochgeht, da hinten. Hier kann ich nicht rein. Okay, es speichert. Ah. Hey, tut mir leid fürs Warten. Manchmal rufen uns alte Leute nur an, weil sie sehr einsam sind. Schon gut, Onkel. Hey, kennst du den noch? Ja, klar. Tyler Ronan. Der verlorene Sohn kehrt zurück. Ja. Sieh mal an.
Ich hab dich erst gar nicht erkannt. Das habe ich heute oft gehört, Chief Brown. Chief Brown. Kein Grund für solche Förmlichkeiten in der Familie. Aha. Hat sich Delos Crossing verändert? Was denkst du? Ah, gleiches Kaff, anderes Jahr. Na, es ist nicht Juno. Aber viele Leute mögen es hier. Fühlt sich gut an, die Schwester wiederzusehen, was? Ja, es hat zu lange gedauert. Also, Eddie, wir sind nicht nur aus Spaß hier. Wir fanden was in Marians Zimmer. Irgendwie ergibt nichts mehr so richtig Sinn. Und jetzt haben wir Fragen. Ach ja? Hat sich Marianne Sorgen gemacht? Oder wie waren ihre letzten Tage? Oh. Mich würde ja am meisten das hier interessieren, weil Sorgen gemacht ist jetzt halt, kann man nichts dran ändern, ist vorbei. Aber es würde mich doch schon interessieren, wie sie so drauf war, weil wir das halt gar nicht mitbekommen haben. Und die auch nicht, weil die Kinder waren. Hat vielleicht jemand was über ihr Verhalten angemerkt in dem Zeitraum vor dem Tag? Irgendwas? Nein. Für alle, mit denen ich sprach, kam es überraschend. Hattest du sie noch gesehen? Also an einem der letzten Tage? Nein. Ich hatte sie lang nicht gesehen. Vielleicht einen Monat vorher. Mhm. Hat sich Marianne... Nee, immer noch nicht. Wie waren ihre letzten Tage? Danke sehr. What? Hat sich jetzt... Das war's? Er hat nur gesagt, jo, weiß ich auch nicht, sorry. Oh, dann muss ich das hier fragen, auch wenn ich es eigentlich nicht fragen wollte, aber ich mach's mal. Hat sie was erwähnt, das sie beunruhigt haben könnte? Vor allem in Bezug auf Tyler. Nein. Sowas hat sie immer mit sich selbst ausgemacht. Hat uns alle auf Abstand gehalten. Verstehe. Eins sag ich euch aber. Eure Mutter. Hätte keinen dafür gehasst, anders zu sein. Meistens lief es andersrum. Oh, so ein Pisser. Wirklich. Das war so unnötig gerade, dieser Kommentar. Das lässt jetzt quasi, ich habe gerade seinen Namen vergessen, Tyler, daran zweifeln, ob seine Tat gut war, sag ich mal, oder nicht. Danke, Onkel Eddie. Wenn ihr mich fragt, in Erinnerungen zu wühlen, bringt nichts. Wir haben eigentlich keine andere Wahl. Man hat immer die Wahl, Junge. Auch wenn es nicht so aussieht. Aber es stimmt. Könnten wir ihre Akte sehen? Vielleicht fällt uns darin was auf. Ihre Akte? Ihre Fallakte, Polizeiakte oder wie auch immer. Ihr hebt die quasi ewig auf, oder? Das stimmt zwar, aber ich kann sie nicht einfach herzaubern. Es gibt Vorschriften. Aber du bist Chief. Darum muss ich mich erst recht an die Vorschriften halten. Versteht ihr? Hör zu, Chief Brown. Hilfst du uns jetzt oder können wir uns nicht auf dich verlassen? Tyler! Nein, schon gut. Tyler, ich weiß, du nimmst mir Fireweed übel, aber es war die beste Lösung. Ich bin nicht sauer wegen Fireweed, sondern weil du meine Schwester 7 beschissene Jahre lang von mir ferngehalten hast. Darum geht es hier? Das war auf Anraten des Gerichts. Die sind die Experten. Ich habe zugestimmt. Ja, klar hast du das. Glaub mir einfach. Wir haben alle geglaubt, dass es in dieser Nacht Notwehr war. Aber es gab keine Beweise. Ich fasse es einfach nicht. Hör zu, wir konnten nicht sicher sein, okay? Ich habe versucht, euch beide zu schützen. Bist du noch immer unsicher? Was? Du denkst immer noch, dass die Trennung die richtige Entscheidung war? Sie war traumatisiert. Wir hätten uns gegenseitig gebraucht. Und du hast uns das genommen. Und warum durfte deine Schwester nicht zu dir kommen, als du 18 wurdest, Onkel, hä? Bitte. Lassen wir das. Sie wird dir nie sagen, wie sehr sie das verletzt hat. Doch, so war's. Es ging um mich, nicht um Allison. Sie versteht das. Und 3 Jahre sind nichts im Vergleich zu 7. Stimmt's, Ellie? Oh nein, und wir sind jetzt in der Zwickmühle. Fun Fact, mir ist gerade aufgefallen, bei einem Satz war in der Übersetzung unten, stand einfach Type Message hier. Schön. Okay, Eddie wollte nur das Beste für mich. Es war falsch, uns zu trennen. Boah, das weiß ich nicht.
Ich glaube, Eddie wollte wirklich nur das Beste für die Kinder. Aber ist es wirklich der richtige Weg, Zwillinge, die so connected sind, voneinander zu trennen? I don't know. Ich würde tatsächlich eher sagen, dass es nicht richtig war. Aber würde ihm auch nicht unterstellen wollen, dass er den Kindern schaden wollte. Die Übersetzer haben früher Feierabend gemacht. Ja, die haben die Subs in der Sequenz ganz schön verkackt. Oh. Leute, was wollen wir wählen? Was ist euer Eindruck? Was sagt euer Bauch? Ich weiß, ehrlich gesagt, boah, ich weiß auch nicht, was ich gemacht hätte. Wahrscheinlich hätte ich sie zusammengelassen. Aber auf der anderen Seite, wenn ein Kind die Mutter umbringt, denke ich, dass es auch nicht der beste Umgang ist für andere Kinder. Aber ich weiß es nicht, keine Ahnung. Das untere, ich nehme die Nummer 3. Das ist kein Menü. Die Übersetzer waren bestimmt genau die gleichen wie bei Terranigma. Oh. Ja, oder das untere klingt moralisch korrekter. Wir nehmen das. Hör zu, Onkel. Die Trennung hat mir nicht geholfen zu heilen. Wenn überhaupt eher das Gegenteil. Auch wenn er gefährlich gewesen wäre, ich hätte es riskiert. Getrennt zu sein war furchtbar. Ich wusste nicht, dass du so fühlst, kleiner Elch. Es war nicht leicht, darüber zu reden. Ich wollte nicht undankbar wirken. Okay, jeder hat Scheiße gebaut. Wir haben uns verletzt. Das kann schon mal vorkommen. Sehen wir nach vorn. Klingt nach einer guten Idee. Da frage ich mich, wer wen erzogen hat. Onkel, wir übernachten im alten Haus. Wir sollten los. Wollt ihr erst mal essen? Geht auf mich. Ich will euch nicht mit leeren Mägen gehen lassen. Da sag ich nicht nein. Okay, gehen wir. Oh, der ist sauer. Der ist immer noch sehr, sehr skeptisch. Mit Käse, mit viel Käse. And a large soda. Oh, ich dachte, da ist wirklich jemand. Oh, da steht jemand. Oh, das war gerade creepy. Da war doch gerade jemand, oder? Das habe ich mir jetzt nicht eingebildet. Boah, es ist eklig. Boah. Jemand steht hinter dir. Ja, danke. Genau das. Der wilde Jäger. Holy, was ist da los? Bitte, Mom. Das mit den Haaren tut mir leid. Ich tue es nie wieder. Ich werde dich umbringen. Das ist die Katze aus Alice im Wunderland. Wir waren's nicht. Die Schwester war's! Wir waren's wirklich nicht! Gott! Allison. Ich hab sie umgebracht. Oh mein Gott! Und er musste dafür in den Knast? Wir müssen Hilfe rufen. Ich hab sie getötet. Nein, hast du nicht. Ich war das. Und wenn sie kommen, dann sagen wir ihnen das auch. Nein, nein!
aufeinander auf. Das tun Kobolde so. Und Brüder und Schwestern. Alles wird gut. Wir schaffen das. Bestimmt. Oh mein Gott! Ich hätte nicht damit gerechnet. Auf gar keinen Fall. No way. Kapitel 1 fertig. Oh mein Gott. Boah, dann sind ja auch die ganzen Dialoge jetzt ganz anders, wenn man das weiß. Die sollen zusammen Pommes essen. Okay, perfekt. So eine Frechheit. War das Sammy? Wer hätte nur damit gerechnet, dass es die Schwester war? Ich nicht, wirklich nicht. Also, das Ding ist, ich weiß ja, dass ich bei Spiel schon zu Ende, es gibt verschiedene Kapitel. Ich weiß, dass ich bei... Das Spiel ist nicht vorbei, Leute, es geht gleich weiter. Danke für die 25 Spitzjährigen, Dankeschön. Ich weiß selber, dass ich bei vielen Sachen nicht die schnellste bin. Und vielleicht auf viele Plot-Twists Leute eher kommen als ich. Aber das hier gerade hat mich wirklich... Damit hätte ich nicht gerechnet. Ich dachte, jetzt kommt sowas wie Notwehr. Oder als man kurz die andere Person gesehen hat, die auch... im Polizeirevier gerade war und so eklig geatmet hat, dachte ich, okay, vielleicht geht es jetzt doch in die übersinnliche Richtung und es war eine Drittperson, aber dass es die Schwester war, no way. Hätte ich nicht gedacht. Nicht zu Ende, ich möchte meine 25 Bits wieder. Hier gibt's nichts zurück. Okay, wir werden, denke ich, das noch öfters sehen, deswegen werde ich mal fortfahren. Tyler und Allison. Jetzt kommen die Entscheidungen und jetzt vergleichen wir uns mit anderen. Yay! Allison war enttäuscht, als Tyler Eddys Friedensangebot nicht angenommen hat. 15% haben den Ring abgelehnt. Haben den Ring ins Wasser geworfen. Okay, also wir waren semi-bad. Ich will eins weiter. Allison war niedergeschlagen, als Tyler das Rätsel der Prinzessin nicht lösen wollte. 17% haben das Türrätsel missachtet. Was heißt missachtet? Wir saßen da eine Stunde dran. Ja, 83% haben es gelöst. Ja, als ob die das ganz allein gelöst haben. Ich kann auch googeln. Frech. Tyler fühlte sich durch Allisons Vertrauen im Laden bestärkt. Ah, das war gut. 52%. Das war eine gute Entscheidung. Tyler fühlte sich enger mit Allison verbunden, als sie sich auf der Wache auf seine Seite gestellt hat. 68%. Gut, gut ist gut. Tyler schützte sich vor Sams Anfeindungen. 54% haben Sam zur Rede gestellt, wir aber nicht. Das war nicht so gut. Tessa empfand wegen Mary Ann Mitgefühl mit den Zwillingen. Wir haben keine Antwort erhalten. 23% ist also neutral. Eddie fühlte sich von Allison zurückgewiesen, als sie sich auf der Wache nicht auf seine Seite gestellt hat. 68% haben das. Alles klar. Also wir haben bis jetzt noch keine extrem schlechte Entscheidung wohl getroffen. Also was jetzt? Naja, offensichtlich wird er uns nicht die Wahrheit sagen. Also müssen wir sie selbst herausfinden. Halt. Du willst doch nicht ernsthaft ins Polizeiarchiv einbrechen. Ganz oder gar nicht. Ich beschwere mich bei Chief Brown. Perfekt. Ja, mir hätte es sehr gut gefallen. Wie kann ich raten? Ich gebe 5 Sterne. Okay.